Wie viele Tattoos hat eine Orca vor? Ja, mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden. Eine Schriftrolle mit einem Engel, die Namen meiner Familie, ein Löwe, mich als Junge, hier eine Leiter, die Köpfe meiner kleinen Brüder. Dann habe ich noch hier und hier hinten meinen Jahrgang. Servus, hier ist eine Orca vor und wir machen heute die Google Challenge. Tun die meistgefragten Fragen auf Google jetzt beantworten. Let's go. Erste Frage ist, hat Noah Okafor Geschwister? Natürlich, die meisten wissen es, die mich vielleicht ein bisschen näher kennen. Ich habe zwei jüngere Brüder, Asaya Okafor und Elisha Okafor und eine ältere Schwester und zwei ältere Halbgeschwister. Das ist so meine Familie. Wie viele Tattoos hat Noah Okafor? Ja, mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden. Ich kann sie auch hier ein bisschen zeigen. Ich habe hier eine Schriftrolle mit einem Engel, wo die Namen meiner Familie ist, also Eltern und meine Geschwister. Hier habe ich einen Löwe, wo halt mein Lieblingstier ist und auch das Symbol Afrikas kennzeichnet. Dann habe ich hier mich als Junge mit dem Ball auf einem Weg, wo ich mit der Trikotnummer, die ich Profi wurde, hinten drauf ist. Dann habe ich hier eine Leiter, das habe ich erst, also noch nicht so lange, mit meinen Geschwistern, wo halt der Weg zeigt zum Stadion. Und innen sind die Köpfe meiner kleinen Brüder. Und dann habe ich noch hier etwas stehen und hier hinten mein Jahrgang. Frage 3. Hat Noah Okafor einen Spitznamen? Kommt halt davon, von wem. Meine Familie, die nennen mich meistens Pilz. Oder halt viele halt so von den Kollegen nennen mich Oki. Wegen Okafor wahrscheinlich. Und ja, das sind so meine zwei Spitznamen. Hat Noah Okafor eine Freundin? Über das. Ja, so jein momentan, aber über das möchte ich nicht weit eingehen. Hat nur Okafor Braids? ja, also jetzt momentan habe ich Braids, genau. Also man nennt es Box Braids. Wenn ich die Haare offen habe, sind sie ein bisschen länger, so oben, und dann sind sie gelockt. Und ja, ich tue ein bisschen abwechseln. Jetzt habe ich die Haare so circa 6 Monate nicht mehr geschnitten. Und wegen dem sind jetzt ein bisschen länger geworden und wegen dem finde ich es noch recht angenehm, wenn ich die Boxplates so wie jetzt habe. Hat Noah Okafor einen Hund? Yes, habe ich auch. Ich habe einen kleinen Pomeranian, der heißt Milo. Könnt ihr vielleicht mal den Hund einblenden oder so, eins der Fotos. Ja, und der bedeutet mir auch sehr viel, ist auch ein Teil der Familie. Wo hat Noah Okafor seine Karriere gestartet? Erstes Mal Fußball gespielt beim FC Arisdorf in der Schweiz, also in dem Dorf, wo wir leben, circa 6 Monate. Und danach halt bei Basel, seit ich 7,5, 8 bin. Und seitdem her eigentlich immer bei Basel. Und dann bin ich 2020 zu Salzburg gewechselt. Welcher Marktwert hat Noah Okafor? Mittlerweile ist er, glaube ich, bei 20 oder 22 Millionen. Ich glaube, vor der Verletzung, vor 3, 4 Monaten, war er bei 25. Aber jetzt durch das Auslaufen des Vertrags nächstes Jahr und halt durch die Verletzung jetzt ist er ein bisschen runtergegangen. Aber wie gesagt, wichtig ist Gesundheit, fit werden und dann bin ich bald wieder zurück. Ist nur Okafor witzig? die meisten, die mich kennen oder nah zu mir stehen, wissen, dass ich immer wieder Witze mache und halt auch oft lache und sehr aufgestellt bin. Und wegen dem würde ich schon sagen, eher ja. Wie gut ist Noah Okafor? Es kommt davon in was, aber ich gehe davon aus im Fußball, oder? Ich glaube, genug gut, dass ich auf dem Niveau spielen kann. Aber ich will jetzt nicht eine Selbsteinschätzung von mir machen. Die Leute draußen können selber werten, wie gut sie mich finden oder was sie gut an mir finden. Wegen dem ja, ist die Frage auch beantwortet. Ist Noah Nachname Rinse? Nein, mein Nachname ist Okafor, aber mein zweiter Name, also nigerianischer Name, ist Arinze Chuku. Wegen dem nennen mich viel auch Arinze, aber mein Name ist also Noah und der Nachname halt Okafor. Wie groß ist Noah Okafor? Ich bin 1,85 Meter. Ist Noah Okafor Nigerianer? Ja, ich habe Wurzeln aus Nigeria. Mein Vater kommt von Nigeria, meine Mutter ist Schweizerin. Wegen dem, ja, bin ich halb Schweizer und halb Nigerianer. Wie schnell ist Noah Okafor? ja, ist auch eines meiner Stärken, die Geschwindigkeit. Ja, es kommt halt immer davon, wie man es misst, aber mein
Meine Höchstgeschwindigkeit ist, glaube ich, zwischen 35 und 36. Ich habe, glaube ich, einmal 36,7 erreicht. Aber das ist halt immer so die Frage, wie man es misst. Aber ich glaube schon, gehst schon zu den sehr schnellen, ja. Dann, wo ist Noah Okafor geboren? Ich wurde in Binningen, im Kanton Basel-Land in der Schweiz geboren. Ist Noah Okafor ein Freund von Eli Geller? Ja, mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Ja, sehr guter Mensch, sehr großes Herz, sehr aufgestellt und sehr lustig. Und ich glaube, ja, wir verstehen uns immer wieder gut und sehen uns auch öfters. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen oder bald mal wieder zusammen zocken können. Ist Noah Okafor gut in FIFA? Ja, ich glaube, es heißt gut. Jetzt habe ich schon länger nicht mehr gespielt, aber in den anderen FIFAs, die Jahre hinüber, war schon immer sehr gut. Aber auch immer regelmäßig Weekend League gespielt und halt auch mit meinen Jungs zusammen gespielt. Und wegen dem würde ich schon sagen, ja, ich bin gut. Und wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, dann schreibt mir gerne. So, das waren die Fragen zu Noah Okafor, zu mir. Und ja, ich glaube, ich kenne mich jetzt besser durch die Fragen. Hatte Spaß daran, sie zu beantworten. Und ja, waren sehr spannende Fragen. Und ja, sehen uns bald wieder auf dem Fußballplatz. Euer Noah.